Mit Augen und Ohren wählt Peter Lehmann die nächsten Fahrer aus. Im Fahrzeugschein überprüft er, ob alle baulichen Veränderungen am Motorrad eingetragen sind. Die Genehmigungen muss der Fahrer bei sich haben. Fußraster? Fußrasten? Sind nicht die Originalen? Ja. Ja. Das habe ich aber so gekauft. Ja, das dürfen sie ja. Nur verwendet dürfen sie nicht. Weil die sind nicht klappbar. Die müssen so wie bei der Sozia hinter klappbar sein. Mhm. Bremskupplungshegel habe ich gesehen. Das sind KBA-Kennzeichnung drauf. Ja. Die habe ich auch gesehen. Lenker ist vom Schnitzer. Das passt. Das ist auch eingetragen. Aber ja, wie gesagt, aber das nicht. Und wenn man jetzt hier in einer Kurvenlage kommen sollte, da kann ich jetzt lang sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Fahrer, der jetzt so extrem fährt. Das geht jetzt nicht um Sie persönlich, sondern es geht um den Grundsatz. Ja? Ja. Vielleicht fährt auch mal ein anderer oder der Nächste, kauft es, achtet drauf, geht richtig in Kurve und sagt plötzlich, juhu, Fallera, ab die Post. Ja, das müssen Sie, also kriegen Sie auch einen Mängelbericht. Jetzt muss ich mal gucken, was das nicht vorschriftsmäßige Fahrzeug kostet, ob wir da noch im Bereich sind, wo wir was machen können. Aber ja, also wie gesagt, der Rest passt soweit. Mhm. Ja, und der Rest gucken wir schnell. Fußrasten am Motorrad sollten klappbar sein. Am alten Motorrad war es eigentlich klappbar, das stimmt schon. Aber ich hab mir da keine Gedanken darüber gemacht, eigentlich. Ja. Weil ich habe gedacht, ja, wenn du es beim Händler kaufst, dann ist alles in Ordnung. Und, ja. Peter Lehmann notiert den Verstoß in einem Mängelbericht. So stellt er sicher, dass der Fahrer die Fußrasten zeitnah austauscht. Sie lassen das daheim machen. Schwätzt mit dem Händler, dass er halt da in Zukunft auch ein bisschen Augenmerk drauf hat. Ja. Ja, wobei wenn das, bevor der Fußraste streift, ja, liege ich auf der Fresse. So tief? Ja, ich sage. Also, so eine Schräglage kannst du gar nicht fahren mit dem Motorrad. Doch. Doch? Nee. Doch. Sie gehen jetzt von der normalen Kurve aus. Da gebe ich Ihnen recht, dass da die Schräglage in der normalen Kurve schon extrem ist. Bergauf, die Kurve macht zu. Da kriegen Sie die Maschine runter. Ah, Sie, wissen Sie, nicht von Ihnen ausgehend als Fahrer, sondern der Grundsatz ist, die Fußrasten müssen klappbar sein. Dass Sie in jeder Situation vom Fahrbetrieb wegklappen können. Ansonsten könnt ihr einen Haufen andere Sachen am Motorrad auch verbauen oder weglassen. Und sagen, ha, ich bin eigentlich der Fahrer, der fährt nur mit 95, kaum 100. Ne? Da kann ich den zweiten Spiegel weglassen. Ich kann das, ja, das ist so. Ja? Ich kann das weglassen, ich kann das weglassen. Brauche ich alles nicht, weil ich fahre eigentlich nur geradeaus. Und wenn eine Kurve kommt, schiebe ich sie rum und gut ist. Mhm. Ja? Also, da kriege ich jetzt einen Mängelbericht mit. Sie lassen das Ding machen und dann ist okay. Okay? Ich wünsche Ihnen nur noch einen schönen Tag, unfallfreie Saison und. Dankeschön. Ja. Danke. Also. Ciao. Tschüss. In diesem Fall verzichtet Peter Lehmann auf eine Geldstrafe von 50 Euro und belässt es bei einer mündlichen Verwarnung. Hier suchen wir das Gespräch, um eine Einsicht zu erzeugen für die Zukunft. Sie sollen Ihr Hobby genießen, Sie sollen es ausüben, aber Sie sollen es einfach so ausüben, dass Sie und andere Verkehrsteilnehmer abends wieder daheim sind. Ja. Und ich denke, dass man das mit einem Gespräch besser bewerkstelligen kann, wie manchmal mit enormen Bußgeldern. Allein im vergangenen Jahr sind auf deutschen Straßen mehr als 26.000 Biker verunglückt. Guten Tag, Lehmann, Verkehrspolizei. Wir machen Kontrolle, einmal Zweirad, einmal Vierrad, was so gerade kommt. Ich hätte gerne den Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Peter Lehmann sieht sofort, dass an dem Quad ein wichtiges Teil fehlt. Wo ist denn das Kennzeichen? Okay. Kann ich jetzt nicht beantworten. Ja, so. Das erledigt nur drei. Das guckst du normal von vorne nie an. Ja, das solltet ihr machen. Das Ganze nennt man Abfahrtskontrolle. Okay. Dass man einmal ums Fahrzeug rumläuft.
guckt, Beleuchtung, Blinker, geht alles, wie sieht der Gesamtzustand aus, und dann fährt man zu. Dann stellt man nämlich fest, das Kennzeichen fehlt. Wo war denn das angebracht? Das war noch normalerweise. Da sehe ich jetzt aber keinen Halter. Nee, da. Entschuldigung, da. Mhm. Seitlich. Mhm. Ja, da seitlich oder da seitlich? Wie gesagt, ich gucke das gerade mal von vorne da. Ja, aber Sie müssen doch wissen, wo Sie es angebracht haben. Da waren wir gar nicht drin, oder? Doch. Hä? Da waren wir los da, aber wie lange das schon fällt, kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber da war es festgeschraubt, da drinnen. Normalerweise da, glaube ich. Normalerweise da, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir halt kein vorderes Kennzeichen, gell? Und das ist vorgeschrieben. Ich kann das jetzt Ihnen nicht nachweisen, ob es abgefallen ist unterwegs oder nicht abgefallen ist. Ne? Aber durch das, dass Sie jetzt quasi da 500 Meter weiter, sage ich mal, wohnen, dann machen wir so, ich gebe Ihnen auf jeden Fall noch einen Mängelbericht mit, dass wir gewährleisten können, dass Sie das auch wieder ordentlich dran bastelt. Gell? Mhm. Und zwar muss es eigentlich so dran sein, dass es jetzt auch im Wald oder je nachdem, wie Sie das noch weiter nutzen, das Ganze auch nicht gleich wegfällt. Ja. Mhm. Und da ist ja eigentlich genügend Möglichkeiten sind ja da. Gell? Augenblick schnell. Ja. Aufgrund von der Bereifung, da ist eine hohe Vibration da, das Kennzeichen, kann dann mal weggeflogen sein. Es ist halt eine Nachlässigkeit jetzt auch, wenn man dann nicht ums Fahrzeug einmal rumläuft, sich vom Zustand überzeugt. In diesem Fall muss der Mann kein Bußgeld zahlen. Aber das Quad muss er verkehrstauglich machen. So, der Führerschein. Also. Was nehmen wir aus der Kontrolle heute mit? Einmal, wir laufen, bevor wir losfahren, immer mal ums Fahrzeug. Ja. Und dann erst wieder fahren, wenn das Kennzeichen dran ist. Ja. Vorher nicht. Ja, alles klar. Der Fahrer muss das Kennzeichen in den nächsten Tagen anbringen, sonst wird sein Quad stillgelegt. Für die Polizisten war es der letzte Fall. Nach 5 Stunden und 45 kontrollierten Motorrädern kehren sie zur Dienststelle zurück.